In diesem Tutorial zeige ich, wie man Dateien zu Audacity importieren kann und wie Grundfunktionen sind. Für das wollen wir uns jetzt als erstes eine Beispieldatei. Für das gehe ich auf Datei importieren. Es ist wichtig, dass man auf Importieren geht und nicht auf Öffnen. Weil mit Öffnen kann man nur Dateien öffnen, die schon mit Audacity bearbeitet worden sind. Darum ist es wichtig, über Importieren und den Ton zu gehen. Hier kann ich jetzt meinen Ton auswählen, und zwar mit Doppelklick. Und dann erscheint er in Audacity. Um den Ton abspielen, gehe ich oben links auf die Wiedergabetaste. Und um den Ton jetzt wieder anhalten, gehe ich links neben der Wiedergabetaste. Dass ich den Ton oder die Tonspur jetzt bearbeiten kann, ist es zwingend, dass ich auf die Stopptaste gehe. Die ist rechts neben der Wiedergabetaste. Erst jetzt kann ich meine Tonspur bearbeiten oder mit den Pfeilen ganz am Anfang oder ganz am Schluss. Wichtig ist auch, dass ich den Effekt normalisieren, gerade von Anfang an über meine Tonspur lege. Für das mache ich als erstes meine ganze Tonspur markieren. Das mache ich am besten über Bearbeiten, Auswählen, Alles und gehe dann zu Effekte normalisieren. Es ist ganz wichtig, dass wir den Effekt gerade von Anfang an drüber legen. Weil wenn wir jetzt am Bearbeiten sind und weitere Effekte würden über unsere Tonspur legen und erst dann ganz am Schluss würden den Effekt normalisieren drüber legen, würden wir eigentlich die ganze vorherige Arbeit überschreiben. Also alle vorgängigen Effekte würden gelöscht werden.